Hallo ihr Lieben. Entschuldigung, dass ich die letzten 4 Wochen nichts habe von mir hören lassen, aber ich habe eine Pause gebraucht. Nicht nur eine Pause von Social Media, sondern eine Pause von allem. Dadurch, dass ich im Juni so viel gearbeitet habe und irgendwie kaum geschlafen habe, nur so 4 bis 6 Stunden pro Nacht und noch so ein paar andere Dinge passiert sind, hat mein Kopf vollkommen dicht gemacht und ich bin kopfüber in so eine Depressionsphase gefallen. Kommt so 1-2 Mal im Jahr vor. Deswegen habe ich Zeit für mich gebraucht. Ganz ohne Social Media, einfach komplett offline und ohne alles einfach. Ja, und weil ich es nicht als richtig empfand, nach dieser langen Pause wieder einfach irgendwas rauszuhauen, dachte ich mir, sprechen wir heute einfach mal über Depressionen und wie ich das so für mich wahrnehme, wenn ich in so eine Episode stecke und was ich dagegen mache, im Optimalfall. Ich glaube, das markanteste Zeichen bei mir, wenn ich depressiv bin, ist, dass ich mich total zurückziehe. Ich melde mich nur noch ganz, ganz wenig oder gar nicht mehr bei meinen Freunden oder bei meiner Familie, nehme an keinen gesellschaftlichen Aktivitäten mehr teil. Ich ziehe mich einfach komplett zurück für mich. Ich bin dann quasi unerreichbar, also auch wenn man mich anruft oder mir schreibt, bin ich irgendwie nicht in der Verfassung, dass ich da irgendwie antworten möchte. Weil dann dieser Smalltalk kommt, so, hey, wie geht's dir? Und ich habe dann keinen Bock zu lügen und ich habe dann aber auch keinen Bock zu sagen, was los ist, weil, nein, ich will dann für mich sein, was eigentlich schlecht ist, wenn man sich helfen lassen sollte, aber so die erste Zeit ist das dann immer so. Mir wächst das dann alles über den Kopf und ich fühle mich nicht dazu in der Lage, irgendwie am sozialen Leben teilzunehmen. Deswegen bin ich dann auch immer sehr viel zu Hause. Der ganze Scheiß hat dann auch noch Auswirkungen auf meine Beziehung, weil ich mich nicht nur vor anderen verschließe, sondern auch vor meinem Partner. Und das ist ganz große Scheiße. Das resultiert dann darin, dass die andere Partei oft nicht wirklich weiß, was los ist. Wenn man da nicht völlig offen zueinander ist, dann kann das ganze Konstrukt schon derbe ins Wackeln bringen. Und deswegen ein Rat an dieser Stelle für Menschen, die in einer Beziehung sind. Wenn ihr euch schon niemand anderem mitteilen könnt, dann zumindest eurem Partner. Er will euch ja auch helfen. Ich meine, der liebt euch. Die liebt euch. Was auch immer. Man sollte denen da nicht die Chance nehmen, weil das sehr verletzend wirkt und halt eben auch nicht unbedingt das Vertrauen zueinander stärkt. Euer Partner kommt sich da auf Dauer auch ein bisschen verarscht vor. Die wissen, dass da was ist, aber es wird ihnen nicht gesagt und das macht die wahnsinnig. Völlig verständlich. Ich habe immer mega Schlafstörungen. Ich kann nicht einschlafen, weil der Kopf einfach die ganze Zeit voll mit Gedanken ist. Was ich auch immer ganz interessant finde, ich bin Mensch, ich esse super, super gerne. Aber wenn ich depressiv bin, dann habe ich absolut gar keinen Hunger. Und das ist ziemlich doof, weil ich mir dann in dem Moment sehr viel Glück und Freude verweigere. Wenn ich dann mal irgendwie Hunger habe, dann ist mein Gedankengang so, ja, ich könnte mir jetzt was kochen, aber ich habe keine Lust. Meistens endet es dann in irgendwelchem Tiefkühlfraß, den man einfach in den Ofen schiebt oder Toastbrot mit Nutella und zwar so dick. Ohne gesunde Ernährung kann der Körper ja auch nicht richtig funktionieren. Und wenn man dann sowieso vom Kopf her schon nicht richtig funktioniert, dann unterstützt man sich da nicht in seinem eigenen Heilungsprozess. Das ist auf jeden Fall nicht förderlich. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man sich so ein Ablenkmanöver oder Coping-Mechanismus angewöhnt. Also Dinge, mit denen man sich davon ablenkt, dass man gerade unglücklich ist und eigentlich was daran tun sollte. Nein, man schiebt es raus, man prokrastiniert mit Hilfe dieses Mittels. Das ist bei vielen Leuten zum Beispiel Alkohol, bei anderen ist es eine Zigarette oder andere Drogen, keine Ahnung. Einfach Dinge, die einen mental aus dieser Situation raushauen, aber nur so einen Kurzzeiteffekt haben. Bei Alkohol ist es, glaube ich, dieses Besoffensein, bei Nikotin in dem Moment was zu tun zu haben und, naja, Raucherpause. Ja, mache ich gleich, ich rauche erstmal eine. Das ist Selbstbeschiss auf höchstem Niveau. Und bei anderen Drogen bomben sich die Leute halt einfach weg. Und dann, wenn sie wieder nüchtern sind, merken sie wieder, wie schlimm es ist und werfen das nächste ein. Das ist eine ganz, ganz ungesunde Art von Kompensation und absolut nicht zielführend, was man in dem Moment aber meistens nicht rafft oder man rafft es und es ist einem völlig egal. Aber selbst wenn man nichts davon macht, ist man trotzdem in seiner Leistungsfähigkeit total gemindert, weil man die ganze Zeit in der Kurve hängt, wie so ein Schluck Wasser, und nichts auf die Reihe bekommt. Man kann sich nicht richtig auf eine Sache konzentrieren und allgemein möchte man einfach nur seine Ruhe haben. Und da ist Arbeit halt eben irgendwie ein kleiner Störfaktor, deswegen drückt man sich davor. In solchen depressiven Episoden bin ich zum Beispiel froh, wenn ich am Tag 2 E-Mails geschrieben bekomme. In gesunden Phasen schreibe ich am Tag, keine Ahnung, 20 E-Mails, drehe ein Video, schneide das und lade das hoch. In den besonderen Wochen ist es dann überhaupt nicht denkbar. Ganz und gar nicht. Ich lasse mich für überhaupt nichts mehr begeistern, egal wie cool eine Sache ist. Ich werde dann auch total pessimistisch, obwohl ich normalerweise ein doch großer Optimist bin. Und ich fange Sachen dann auch gar nicht erst an, weil ich mir sowieso denke, ja, wird doch eh nichts. Was am Anfang auch eigentlich ganz lustig ist und dann mit der Zeit aber wirklich nervig wird, ist,
dass ich vergesslich werde. Leute reden mit mir, sagen mir Sachen und es geht da rein und da sofort wieder raus. Ich muss mir in solchen Phasen wirklich Zettel machen und Dinge aufschreiben und die dann über Tage hinweg abarbeiten, weil dann dieses Prokrastinieren noch dazu kommt, dass ich Sachen vor mir hinausschiebe. Es ist total der Struggle, sie erstens nicht zu vergessen, dann sie auch wirklich zu machen. Das ist wirklich eine Challenge in dem Moment. Und zwar keine von denen, wo man mit Chicken Wings baden geht, sondern wo man wirklich eine existenzielle Krise hat. Und das merkt man dann aber auch nicht in dem ersten Moment, sondern erst, wenn man schon eine Weile in dieser Krise war und merkt irgendwie, ja, wird irgendwie gar nicht besser. Was ist denn da los? Ja, fragen sich jetzt bestimmt viele. Es klingt ja alles echt scheiße. Aber was machst du denn dagegen? Ich war vor 2 Jahren an so einem richtig, richtig, richtig tiefen Tiefpunkt. Da habe ich mir dann gedacht, gut, dann redest du jetzt halt mal mit jemandem. Und dann bin ich bei einer Therapeutin gelandet. Und die war mega lieb und mega süß und die hat mir keine Vorschriften gemacht, sondern die hat mir Fragen gestellt. Und diese Fragen haben bei mir oft so richtig reingehauen, weil die so gut gestellt waren, dass ich da wirklich tagelang drüber nachgedacht habe und dann so Epiphanien hatte. Also Erkenntnisse über mich selber und über mein Leben. Erkenntnisse, die mir klar gemacht haben, warum ich mich gerade emotional in dieser Situation befinde. Und das ist ja das Ziel auf dem Weg, zu erkennen, woran es hapert und das dann berichtigen können. Es nützt ja nicht, sich ein Leben lang mit Medikamenten vollzupumpen, die einen müde machen und nur die Symptome lindern, aber nichts an dem Kernproblem ändern. Deswegen war die Therapie ein richtiger und sehr wichtiger Schritt für mich. Erstmal so das große Gewusel, was sich so während meines Lebens angesammelt hat, zu entwirren und teilweise auch damit abschließen zu können. Ja, und ich kann euch ja mal ein paar Ergebnisse mitteilen, die ich während dieser Therapie gelernt habe, die eigentlich total banal klingen, aber für mich in dem Moment einen riesigen Unterschied gemacht haben, weil ich das zwar alles irgendwie wusste, aber nicht verinnerlicht habe. Erstens, kein Mensch ist perfekt und jeder Mensch macht Fehler. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber man muss sich diese Fehler nehmen und sie analysieren und gucken, was man daraus mitnehmen kann, um es das nächste Mal besser zu machen. Und es ist auch gut, dass wir Fehler machen, weil ansonsten würden wir uns im Leben nicht weiterentwickeln. Zweitens, immer die positive Seite von etwas sehen, auch wenn es gerade vielleicht extrem scheiße ist. Manchmal gibt es ja Situationen im Leben, wo es einfach nichts Positives dran gibt. Da muss man dann durchhalten. Aber zum Beispiel, ich gebe in einem Monat zu viel Geld aus. Dann kann ich das betrachten und ich denke mir nicht, oh Gott, ich habe schon wieder falsch gemacht. So ein Mist, ich bin so dumm, 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 dumm. Dann sollte man sich darauf konzentrieren, dass man vielleicht mal nachguckt, für was man Geld ausgegeben hat. Und dann merkt man vielleicht, oh, ich habe in einem Monat Klamotten für 500 Euro gekauft. Oder Schokolade für 1000 Euro. Und dann sollte man seinen Konsum von Klamotten und Schokolade überdenken. Kann man daran die positive Seite sehen, dass man das jetzt weiß und daran arbeiten. Drittens, man braucht eine feste Struktur im Leben. Und die hat man nicht, wenn man zwischen 12 Uhr und 6 Uhr morgens ins Bett geht und dann irgendwann mittags oder nachmittags wieder aufsteht. Wo man auf jeden Fall etwas rein investieren sollte, sind Freundschaften und Partnerschaften. Jedes kleinste, hey, wie geht's, hilft. Das heißt ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist nicht nur bei Eheleuten so, sondern halt eben auch bei Freunden. Und wenn die weglaufen, wenn es euch schlecht geht, dann sind es vielleicht keine guten Freunde. Fünftens, wenn man denkt, es geht nicht mehr, ich bin vollkommen überfordert, dann ist das nicht schlimm, dann müsst ihr euch nur einen Plan machen. Und das bedeutet, ihr müsst Prioritäten setzen. Da gliedert ihr eure Aufgaben und euren Tagesablauf dann in sehr wichtig, weniger wichtig und ja, wenn es klappt, ist cool, wenn nicht, ist nicht schlimm. Und vergesst um Himmels Willen nicht dabei, euch auch Freizeit einzuplanen, wo ihr einfach mal abschalten könnt, wo ihr Sachen macht, die euch Spaß machen, die euch erfüllen und euren Kopf so ein bisschen über Wasser halten. Zum Beispiel zocken oder kochen oder mal rausgehen oder Zeit mit Freunden verbringen. Im Tierheim süße Hunde streicheln. Schlaf genug, weil wenn man ausgeschlafen ist, fühlt man sich so viel besser, als wenn man da die Nacht mit irgendwie 4 oder 5 Stunden rumgekrebelt ist. Man ist immer noch müde, wenn man aufsteht und das ist überhaupt nicht zuträglich für den Alltag. Wenn ihr merkt, dass ihr euch angespannt fühlt, dann versucht euch zu entspannen. Wenn ihr merkt, dass euer Stresspegel steigt, dann nehmt euch kurz aus der Situation raus. Wenn ich zum Beispiel viel Stress habe, dann fängt bei mir alles an zu kribbeln. Also ich merke, dass es dann so am Rande einer Panikattacke schrappt, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Und dann gehe ich aus dem Raum und atme einfach mal ein paar Minuten an der frischen Luft durch. Einfach, dass ich Körper und Kopf beruhigen können. Es klingt total bescheuert, aber es hilft. Für so kurzfristige Situationen, zum Beispiel im Büro oder in der Schule, kann man sich bestimmte Techniken aneignen, von denen man merkt, dass sie einen beruhigen. Bei mir ist es zum Beispiel Augen zu und atmen. Bei anderen hilft so ein Anti-Stress-Ball oder, ich sag's jetzt nicht gerne, aber ein Fidget-Spinner.
wieder andere singen oder tanzen, was an manchen Orten problematisch ist, aber zu Hause funktioniert das super. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, wenn ihr depressiv veranlagt seid, dann sprecht auf jeden Fall mal mit einem Therapeuten. Mir geht's inzwischen wieder einigermaßen gut. Deswegen mache ich auch erst jetzt das Video. Weil wenn ich dann noch in dieser depressiven Phase gesteckt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit nur geheult, während ich geredet hätte. Ja, auch wenn ich mich inzwischen schon sehr viel mit mir beschäftigt habe und viel über mich selber gelernt habe und viel über Depressionen weiß, kommt es immer noch vor, dass ich depressiv werde. Ich mache mir da jetzt gar keinen Stress, dass ich irgendwie denke, ich bin kaputt, sondern das passiert halt eben. Mein Kopf ist dann wie so ein Topf, da kann über längere Zeit immer mal wieder so ein Tropfen Scheiße reinplätschern. Oh Gott, bleiben wir bei dem Bild, ich finde das gerade großartig. Und irgendwann kommt der Tropfen, der die ganze Scheiße zum Überquellen bringt. Und ich kann daran dann in dem Moment nicht viel ändern. Das sind ja nicht nur Punkte von mir, die da reinspielen, sondern einfach auch so externe Sachen, auf die ich gar keinen Einfluss habe. Und das Einzige, was ich da machen kann, ist zu lernen, damit umzugehen und das besser zu machen. Und diese Phasen, in denen ich down bin, zu verkürzen und vielleicht irgendwann sogar wegzukriegen. Das wäre cool. Und bis dahin bilde ich mich weiter fort und lese ganz viel darüber und hoffe, dass das nächste Mal ein bisschen kürzer wird und noch ganz lange hin ist. Wichtig ist, dass man für sich selber erkennt, warum es einem schlecht geht und wie man das besser machen kann. Was mich aber noch interessieren würde, seid ihr auch depressiv? Also seid ihr dafür anfällig oder gar nicht? Habt ihr Freunde, denen sowas öfter mal passiert? Wenn ja, wie nehmt ihr das wahr? Also für euch selber oder bei anderen? Habt ihr da irgendwelche Ratschläge für uns, für das Internet, die ihr uns gerne mitteilen möchtet? Wenn ja, haut die unten gerne in die Kommentare. Ich bin total gespannt darauf, was ihr schreibt. Ich finde es generell so cool, dass wir unter dieser Art von Videos auf meinem Kanal teilweise schon so eine große Selbsthilfegruppe sind. Ist nice. Jeder, den es interessiert, kann was nachlesen und so viele Erfahrungen auf einmal sehen. Ich finde das cool. Ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns bald wieder. Hoffentlich. Bestimmt. Ja. Macht's gut. Tschüss.